Was isst man so als Zombie? Okay. Wie gefällt's dir hier so? Schön. Und ich habe Angst. Da steht also. Ich würde mir keine Mühe geben, da ist kein Hirn drin. Bei wem von uns beiden? Hallo. Danke für dieses aufschlussreiche Gespräch. Okay. Comedy oder Comedy mit? Schmeddes, du trinkst hier ein Original Kölsch in Köln, Erfurt, dem Ghetto von Köln. Neben dir, hinter dir sind überall Zombies. Oh, jetzt schon. Ist der Beef. Ja, aber das sind Zombies. Was sagst du dazu? Du blutest ein wenig. Nein! Sie war's. Zombie-Tante. Zombine, genau. Wir schmecken das Kölsch hier so. Das ist ein Gaffel, kann man auch unschwer an diesen Schränken da erkennen. An dem Fass nicht. Manchmal steht es auf Fässern drauf, auf dem steht es jetzt nicht, explizit nicht drauf, aber das ist ein Gaffel. Das schmecke ich als Kenner sofort. Achso, wenn ich dir jetzt mal sagen würde, dass das in Wirklichkeit ein Pilz ist und das Isenbeck heißt, würdest du dann jammern? Dann würde ich dir dieses Getränk ins Gesicht schütten. Gut, dann sage ich dir das jetzt einfach mal nicht. Sehr gut. Wie schmecken denn die Mario Pringles? Ich weiß es nicht. Ja, probier doch mal jetzt. Nein, stimmt nicht. Ich habe eben eins angeboten bekommen von Mario selber. Der hat da hinten in der Schlange gestanden und die verteilt, damit die wartenden Gäste nicht verhungern. Verstehst du? Hey, du weißt du. Und du hast davon einen gegessen? Ich habe ein paar davon gegessen, ja. Und du lebst noch? Ich lebe noch. Und du hast keinen Schnurrbart bekommen? Hot and spicy. Guck mal, nee, warum sind Schnäuzer? Der Schnäuzer liegt da hinten an so einem Stock befestigt. Ach so. Hot and spicy. Ne, hier. Hallo. Zoomen Sie da mal ran hier. Extra Mario Pringles. Toll, ne? Wenn ich dir jetzt sage, die kosten 99 Cent bei Netto, würdest du dir die kaufen? 89 Cent bei Netto? 99. 99? Ne, so viel kosten die nicht bei Netto. Doch, die kosten 99 Cent bei Netto. So eine Pringles-Packung? Ja. Glaubst du selber nicht? Doch, nein, mit Mario. Siehst du? Der Beefy sagt auch, die kosten mehr. Ich wollte jetzt, dass du eben schnell zu Netto rennst. Du redest so schnell, da kommt man gar nicht hinterher. Warum nicht? Außerdem ist hier gar kein Netto in der Nähe. Für einen Euro wird das nicht klauen. Würdest du jetzt bitte aufhören, den Kölsch zu trinken? Mm-mm. Warum nicht? Mm-mm. Sag doch mal was. Du hörst dich an wie ein Zombie. Genau so haben sie auch gerade gewandt. Ganz genau. Weißt du, wer jetzt hier fehlt? Mad Cow und Cracky. Beide sind nicht da. Warum nicht? Also der Mad Cow ist wirklich nicht da, weil er nicht kann. Oder weil er so weit südlich in Deutschland lebt, dass es für ihn unmöglich Italien. Ist, eben im Rad herzufahren. Und der Cracky steht hinter der Kamera. Falls es noch nicht. Ach so, das. Okay, hi Cracky. Du hast zwar vier Augen, aber. Hallo. Vier Augenprinzip. Ja, weißt du, wir haben beide jeweils vier Augen, wir sehen uns dann nicht. Also, das ist acht Augenprinzip. Genau. So, und wie findest du bis jetzt hier die Wii U-Ausstellung mit deinem Kölsch? Um ehrlich zu sein, habe ich mir noch gar kein Spiel angeguckt. Ich trinke eigentlich die ganze Zeit nur. Wie viel Kölsch hast du schon getrunken? Das wird das dritte sein, glaube ich. Wie viele Zombies hast du schon am Kölsch gefragt? Eins. Wer haut seitdem von uns ab? Die Zombies. Richtig. Also, was lernen wir daraus? Zombie-Apokalypse, fragt sie nach dem Kölsch, sie kommen nie wieder. Das war's von Schmähn und seinem Kölsch.